Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Bag. So, ich bin heute mal wieder was allein unterwegs. So, eigentlich wie die letzten Folgen. Ich wollte alles gespielt, mit was machen. Ich hab keine Lust zu spielen. Ja, okay. Ich hab heute was vor. Wer jetzt erwartet? Wollten wir. Rocket Fuel ist alles. Okay. Ich hab jetzt mal vor, hier wieder nachzufüllen. Das ist mir eigentlich kaum. Ich habe so viel zu tun, das gefällt mir aber auch in diesem Projekt jetzt teilweise. Also ich will wirklich so weitestgehend alles hier, was ich jemals brauchen könnte, automatisch haben. Ich brauche noch Gunpowder. Gunpowder und Rotstein. So, dann füllen wir hier noch, dass mehr Fusel entsteht. Und hier aus dem Fusel neues Rocket Fuel. Okay. Also, zuerst möchte ich mal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Okay, die sind noch arbeiten, sehr schön. 25, Alter. Okay, dann habe ich mir überlegt, ich möchte hier was reinhauen. Und da baue ich jetzt auch schon mal was aus. Also, hülle ich schon mal was aus. Machen wir jetzt aber noch eins weiter. Wenn man sich auf. Okay, so raten kann man eigentlich nicht für sich. Und zwar würde ich gerne heute an einer weiteren Energieversorgung arbeiten, weil das ganz neu ist. Und zwar würde ich jetzt gerne mal die Lavapumpe aufbauen. So, ja, bevor ich das jetzt total vergesse. Ich entschuldige mich schon mal, dass. Die letzten zwei Tage müssen das sein. Keine Folge kam. Ich war ein bisschen sehr im Schulstress. Ich musste noch ein Programm fertig schreiben. Ich schreibe dann jetzt eine Mathe-Klausur diesen nächsten und da musste ich noch was verlernen. Ja, und da kam ich dann mit dem Aufnehmen nicht so ganz hinterher. Also bitte Entschuldigung, es werden wieder neue Folgen kommen. So. Was habe ich jetzt hier vor? Ich würde ganz gerne hier einen Tank hinsetzen. Und dann schauen wir mal nach, was es da gibt. Ja, auch braucht wieder ein paar Jährchen. Okay, jetzt machen wir anders, dann, weil hier diese ganzen Portable Tanks sind ein bisschen sehr problematisch. Ich wollte den Dynamic Tank machen von Von Mechanism natürlich. Dafür brauchen wir einen Eimer und vier Stiel. Für die Löcke. Da sollte kein Problem sein. Stiel haben wir. Ich finde auch hier diesen Handtuch richtig cool. Wenn man mal schaut, wie viel Damage da. Der hat 0,001 Freeze Protection. Hatte ich mal unauffällig ab und zu mal hier Marcellus im Scout am Server, also den Lord der Warne. Oder Lord Levain. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das ausspricht. Ich glaube aber eher Lord Levain. So. Okay, die werden auch verbraucht. Das ist schon mal gut zu wissen. Leider ist sie mal gestanden und da nicht irgendwie so rumgezickt hatte, schätze ich mal, macht es wirklich keinen so hohen Damage. Okay. Gut, dann einmal so. Der kann ruhig ein bisschen größer sein. Dup, dup. Okay, da brauche ich eigentlich noch mehr. Ist auch ein bisschen teurer jetzt, aber was will man machen? Es lohnt sich ja und ich glaube, Stahl und Eisen sollten wir genug haben. Also Stahl können wir ja quasi jederzeit neu machen. Und Eisen muss man eigentlich nur mal... Ja, ist das Eisen. Einmal ordentlich farmen gehen und dann warten. So, jetzt muss ich aber mal schnell schauen, das Glas. Okay, und ja, okay, alles klar. Gut. Dann hoppen wir mal schnell zurück.
Den Tank wollte ich jetzt eigentlich in dieser Folge einfach nur aufbauen und vielleicht dann auch schon mal die Leitungen und so weiter. Weil das wird hier noch ein bisschen sehr interessant, was ich jetzt hier vorhab. Sagt er ja, und das wurde bestimmt noch langweilig. So, 4, 8, 20 bräuchte ich noch. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viel da jetzt reinfasst. Also, ich wollte jetzt. Obwohl. Soll ich irgendwann so wieder so betreiben und hier die ganze Wand als Lavatank machen? Ich glaube, das mache ich irgendwann dann mal, wenn ich Langeweile habe. Oh ja, das gefällt mir jetzt schon. Okay, warte, wir brauchen jetzt noch 5 davon. 1, 2, 3, 5. Oder? Ja, 5. Gut, wir brauchen jetzt noch 2 von denen, weil wir auch 2 Wells brauchen. Soll ja auch einmal rein und einmal raus. Dynamic Valve. Und jetzt bräuchten wir noch ein bisschen Glas. Soll ja auch glasklar werden. Ich weiß jetzt eigentlich nur darauf, was wir über diesen Witz. Okay, komm, keine Schade. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen. Bräuchte hier Glas. Einmal hier, einmal hier. 1, 2, 3, 4. Valve. Was kann ich mal raus? Und ich brauche dann noch 2. Stimmt, die Valve sind ja. Ja, oh, ich weiß nicht so. Gut. Dann mal 4 Stil. Das sollte. Wo kommt dieser Creeper her? Okay, ich hab mal. Okay, da muss ich nachher mal schauen, dass ich das aufleuchte. Mache ich jetzt aber nicht, ich will jetzt die Aufnahmezeit nicht vergeuden. Glas. So. Was brauchen wir denn jetzt gleich noch? Wir brauchen eine Magmatic Dynamo, weil wir das Ganze auch noch aufstellen wollen, mit der Sache. Voll, Alter. Ja, danke, ist fertig. Okay. Wie gesagt, wir brauchen jetzt noch eine Magmatic Dynamo. Den Atomic Pump und 2 Ender Tanks. Für den Ender Tank brauchen wir einen Blazor, einen Cauldron, Wolle und eine Ender Pearl. Und da werde ich nur einen brauchen, sondern 2 mal 2. 2 Obsidian. Nicht ablenken lassen. Eisen haben wir noch. Lässt du woanders? 8 Stück. 8 Strings für 2 Wolle. Und eine Enderperle und wir haben nur noch eine. Ich hüpfe einfach mal ganz schnell rüber und komme an der Enderperle. Könnte ich eigentlich gerade hier den Monsterfall runter. Ah ja. Ich bin aber gespannt, wann hier mal wieder ein bisschen mehr Action am Service ist, weil momentan mich ja. Okay, die Volus ist ja auch momentan auch noch was am Aufnehmen. Die beiden sind ja momentan die einzigen beiden, die was aufnehmen. Hier so. Gut. Und auf geht's. Dann
na 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 Ich habe echt beschissen ausgeleuchtet. Ja? Was fehlt jetzt? 1, 2, 3. Enderpearl. Ah, die brauchen zwei Obsidian. Okay, ich dachte, die hätten einen gebraucht. Ja, aber Obsidian kann man eigentlich auch damit. Später darum kümmern, dass wir davon nicht so gut genug haben. Zwei Endertanks. Das kann zurück, das kann weg. Das kann weg. Das Dynamic Last tu ich mal nicht hier rein. Das muss ich auch noch verarbeiten. Level kann aber mal hier rein und... Dienstone 489 Stacks plus 5. Da sieht man, was ich farben war mit dem Hammer. So, jetzt brauchen wir, wie gesagt, eine Magmatic Dynamo. Dafür brauchen wir zwei Invergears, eine Transmission Coil, Redstone und normales Inver. Für die Invergears. Für das. 2 und die Transmission Coil 1, 2, 3. So, ich bin mal gespannt, wer das Standard-Setup von der Inner Timing Pump kennt. Oder ob ich es wirklich nur in den Kommentaren höre. Das kenne ich doch schon alles. Das machen wir was Neues. Du bist voll scheiße. Ich denke voll nach Kaka. Wisst ihr, was ich aber dazu noch sage? Einige kennen es nicht und ich war eben noch duschen. Gut, ich habe mich alles sauber gemacht. Ja. Ja. Too much information. Wo ist die Entertainment-Farm? Also hier. Dann baue ich noch Fluid von Luis. Wir haben keine Fluid von Luis mehr. Dann machen wir noch ein paar. 2, 6. So. Und so. Ja, das reicht dann schon. Okay, dann machen wir mal schnell dazwischen klarstellen, wo was hinkommt. Und wie machen wir das? Das ist ganz einfach. Ja, erstmal mit dem Crossbow hier was wegmachen. Den einen stellen wir hier hin. Next Federal World of Signal. Den würde ich aber gerne so nach vorne schauend haben. Und dann kann man das hier noch mal schöner machen. Dup, 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 dup. So. Dann nochmal noch 372. Der eine Kurzhandel ist jetzt ausgemacht. Seht ihr, dadurch habe ich jetzt 25 statt 25. Oh Gott, das ist gerade schlecht. Und den packen wir mal arschkalt dahin. So. Moment. Ich will aber nochmal eine Kodierung machen für die Ender Tanks. Mache ich aber weiß. Weil ich jetzt halt nicht weiß, ob es schon eine gibt. Und ich jetzt mal weiß wäre der Standardport. Weg. Dann einmal kurz hier hin. Weiß, blau, weiß. Sehr schön. Abgebaut. Hingesetzt. Okay. Und jetzt heißt es ab in die Hölle. Ich bin mal gespannt, wie schnell die jetzt arbeitet. Und was mir auch gar nicht bewusst war, das habe ich das auch wirklich jetzt bei einem anderen YouTuber gesehen, beim Debito-LP, dass die in der Thermopumpe auch als normale Wasserpumpe gilt. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre echt nur eine reine Lava-Pumpe.
fand ich echt interessant. Also bin ich ehrlich, wenn es so großartig bekannt ist, ist mir das ein bisschen... Ja, peinlich würde ich nicht unbedingt sagen, aber... warte mal, wir müssen... Ich würde dann noch gerne, dass wir ja relativ in der Nähe haben. So. Es gibt auch einen kleinen Trick, wie man in der Hölle, trotz dieses, ich nenne es mal Wasserverbots, Obsidian herstellen kann. Mache ich vielleicht irgendwann mal. Da hinten betrachtet man bei den wundervollen Schankfeder. Mann, ich bekomme wieder. Okay. Können wir wenigstens noch ein paar Level? Hallo? Ja, super. Das ist dann natürlich sehr vorteilhaft, dass sie alle aggro auf mich sind. Gut, dann stellen wir einmal jetzt hier die Ender Thermic Pump hin. Na, dann hier die Magmatic Dynamo. Dann einmal so. Und den Ender Tank hier mit der Farbpolierung Weiß, Blau, Weiß. Okay, dann einmal hier Extract Without a Signal. Hier inserten wir was vor das Signal und hier natürlich auch. Okay. So, und jetzt zeigen wir mal, wie das einmal klappt. Einmal Lava hier rein. Und schon ist es hier voll. Und hier sieht man schon, es ist eine No-Lag-Pumpe, das heißt, die ganze Lava wird einfach nicht. So, wir werden einfach zu Cleanstone. Finde ich sehr vorteilhaft. Gut, dann können wir jetzt wieder nach oben. Da könnt ihr auch dann auch gerne mal unter die Kommentare schreiben. Da werde ich auf jeden Fall den anderen mal in unserer WhatsApp-Gruppe schreiben. Das ist die Lava-Versorgung für alles. Da dürft ihr sich auch gerne dran beteiligen. Und dann werde ich wahrscheinlich auf die Fresse fallen. Wir haben doch schon nicht noch was Lava-Versorgung. Gut. Ich. Oh, das ist neu. Gut. Dann schauen wir mal, dass, ob der Tank jetzt voll wird. Ich hoffe es. Oh, haben auch neues Herz. Ja, dann müssen wir echt mal ein paar Bosse machen, dass wir die gelben Herzcontainer haben. Ich will natürlich voll sein. Also jetzt nicht hier alkoholisch voll, sondern, ne? Halt. Hallo. Hey. Tür zu. Danke. So, dann hoppen wir jetzt mal zurück und hoffen, dass dann jetzt auch alles hier gesäubert geklappt hat. Oh, man kann ungewöhnlich was. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ja, hier oben hätten wir noch die Windmühlen. Okay, da ist was drin, aber es kommt noch nichts raus. Ich schätze mal, weil wir das noch drehen müssten. Jawoll! Wir haben Lava! Wenn ich jetzt gerade richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann haben wir schon um die 100 Eimer Lava, das ist geil. Ja, ich würde so sagen, war doch eine sehr produktive Folge. Und dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal weiter. Dann schauen wir mal, was wir aus der Lava alles machen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Energie und Obsidianproduktion. Da läuft echt nicht wirklich. Alter, wie viel Speicherplatz ist da? Gut, ich würde sagen, das war's dann.
Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.